Mein Thema lautet der Glaube als zweite Natur. Ich lege damit zugrunde eine traditionelle Unterscheidung zwischen der theologischen Tugend des Glaubens und dem Akt des Glaubens, zwischen dem Habitus und dem Akt. Das Alte ist manchmal für uns heute neu. Ein neuer Gedanke in der Theologie ist meistens ein Irrtum. Und die Arbeit des Theologen besteht hauptsächlich darin, diese Irrtümer zu bereinigen, also Theologie aus Fenster putzen. Zweite Natur ist nicht ganz richtig, aber eine hilfreiche Bezeichnung. Eine zweite Natur ist eine Erweiterung der Natur, die schon vorgegeben ist, eine Entwicklung also. Christen haben zurzeit eine sehr eingeengte Sicht, was den Glauben angeht, und ihre Gegner ebenfalls. Eine zweite Natur ist nicht wie ein Akt und nicht wie die Natur, sondern ein Habitus. Ein Habitus heißt, dass man eine Fähigkeit sich angeeignet hat, die heißt, dass man sie leicht, zuverlässig und dauerhaft betätigen kann. Man ist selber so geworden. Das ist eine ergänzte Fähigkeit. Ich kann meine Finger so bewegen, aber ich kann Klavier nicht spielen. Ein Pianist kann auch diese Finger bewegen, aber er hat einen ganz anderen Habitus. Er ist Pianist. Auch wenn er schläft, ist er Pianist. Ein anderes Beispiel von einem Habitus ist Wissenschaft. Ein Physiker wird Physiker durch ein langes Studium und schließlich ist er Physiker. Auch wenn er schläft, ist er Physiker. Er hat diesen Habitus dann sich angeeignet. Thomas von Aquin, den ich mehrfach zitieren werde heute, sagt, der Glaube ist ein Habitus des Geistes, wodurch in uns das ewige Leben begonnen wird und der macht, dass die Vernunft zustimmt dem Nichterscheinenden. Es ist also bezogen auf das Leben nach dem Tod, es ist der Anfang, aber man sieht den Gegenstand nicht. Tugend, ein Wort für Habitus, eine Fähigkeit. Tugend ist eine Vervollkommnung dessen, was menschliches Vermögen sein kann. Sie ist also nicht etwas anderes als das Natürliche, das Triebhafte, das Instinkthafte, sondern deren Erfüllung. Es ist eine Anlage, eine erworbenes Anlage. Und aus dieser Anlage kommen dann Akte. Aber die Anlage selbst ist nicht ein Akt, nicht ein Vollzug dieser Tätigkeit. Der Habitus ist eine Fähigkeit zu einer Betätigung. Der Glaube an sich beruht nicht auf einer freien Entscheidung. Eine freie Entscheidung ist ein Akt, passiert in der Zeit. Es ist konkret. Und der Glaube, ich unterscheide jetzt genauer, als man im Deutschen das mithört vielleicht, im Lateinischen wird deutlich unterschieden zwischen Glaube und Glauben. Also Fides heißt es, Fides ist der Glaube und Credere ist das Glauben, ein Verb. Und mir geht es um den Glauben jetzt, nicht um das Glauben. Es ist, wie Thomas von Aquin sagt, es ist ein innerer Instinkt. Man wird gezogen. Es ist aber mein Instinkt dann. Insofern frei in dem Sinne, dass es ohne Gewalt passiert. Das gibt es häufig, dass man gezogen wird und zwar gewaltfrei. Wenn es nicht gegen meinen Willen ist, kann man nicht von Gewalt sprechen. Wenn man von etwas Schönem angezogen wird, dann wird man gezogen, wenn man verliebt ist, sogar ganz unfrei, wie ein Sklave heißt es manchmal, und dennoch befreiend, und dennoch nicht keine Gewalt. Verliebt sein ist keine Gewalt. Und trotzdem wird man quasi gewalttätig gezogen. Die freie Entscheidung unter den Gläubigen beschränkt sich auf die konkreten Einzelwahrheiten, das heißt auf die Dimension des Inhaltlichen.
was genannt wird die Materialität des Glaubens. Ein Beispiel vielleicht, das mir einfällt, ist, sagen wir, ein reifer Graf adoptiert mich und macht mich zu seinem Erben. Damit bin ich Erbe. Ich habe eine neue Fähigkeit anerworben, passt gut zu meiner Natur, sehr gut. Und es ist ein Habitus eigentlich. Ich bin Erbe. Ich bin auch, nehme ich an, auch selber Graf geworden. Das sind so wie der Glaube. Man wird ja, man bekommt das. Es ist eine Anziehung. Der Glaube bezieht sich auf das ewige Leben. Die Erbschaft bezieht sich auf Geld. Es gibt ein klassisches Axiom in der katholischen Theologie und die ist hier sehr einschlägig und ich gehe auch dementsprechend vor. Das Axiom ist heute nicht so beachtet, muss ich zugeben, in der Theologie, aber es ist mittelalterlich und ich glaube auch ganz richtig. Dass eine Form des Axioms lautet, die Gnade setzt die Natur voraus. Und eine andere Version, wo es bezogen wird auf das ewige Leben, das in der Theologie auch Herrlichkeit heißt oder Verherrlichung. Und da lautet das Axiom, die Herrlichkeit setzt die Natur voraus. Es ist nicht aufgepfropft, sondern es ist eine Erweiterung und basiert auf die Natur. Es gibt auch eine Formulierung, die sehr passend ist. Die Gnade vollendet die Natur gemäß der Art der Natur. Gnade setzt die Natur voraus und vollendet sie, aber nicht gegen diese Natur, sondern die Natur ist die Basis, die wird vorausgesetzt und darauf baut dann der Glaube. Also man kann sagen, die menschliche Natur, wie man geworden ist, die individuelle Natur, bestimmt sozusagen ewiges Leben mit. Heil eines Menschen muss menschlich sein. Heil eines Individuums muss individuell menschlich sein. Der Glaube, wie gesagt, wird nicht von uns verursacht. Es heißt in der theologischen Sprache eine theologische Tugend, im Unterschied zu einer moralischen oder einer intellektuellen Tugend. Oder eine physische Tugend wie Laufen, Schreiben. Und es heißt auch in der Theologie eingegossen. Von Gott in die menschliche Natur eingegossen. Dieses Eingießen, das kennen wir von der Geschichte, von dem Anfang der Menschenrechte. Menschenrechte werden, im 18. Jahrhundert heißt das so, Menschenrechte werden von Gott eingegossen. Und so auch mit dem Glauben. Es ist nicht frei an sich, es ist ein Geschenk. Meine Reaktion darauf kann frei sein. Ich kann es ablehnen oder versuche abzulehnen. Ich kann es auch akzeptieren. Ich kann es voraussetzen und versuchen, demgemäß zu leben. Aber an sich ist es nicht frei. Jetzt kommen wir genauer zu dem Gegenstand des Glaubens. Was wird geglaubt? Also ewiges Leben kann man sagen, aber das ist ja als Begriff oder als Ausdruck jetzt nicht sehr vielsagend. Man kann sagen, klassischerweise in der Theologie, der Gegenstand des Glaubens ist die Wahrheit. Die Wahrheit. Thomas von Aquin wird zitiert in dem Katechismus der katholischen Kirche zu diesem Thema. Und der Katechismus, wie auch Thomas, benutzt die Unterscheidung, die ich schon erläutert habe, zwischen Fides und Credere, also der Glaube und das Glauben. Die Lehre des Thomas über den Glauben wurde in den Katechismus der katholischen Kirche aufgenommen, wo es heißt, der Glaube, Fides, ist jene göttliche Tugend, durch die wir an Gott und an all das glauben, credimus,
was er uns gesagt und geoffenbart hat und was die Heilige Kirche uns zu glauben vorlegt. Und dann kommt die Begründung. Denn Gott ist die Wahrheit selbst. Also das ist die Grundlage. Darauf baut eigentlich alles andere, was im christlichen Glauben vorkommt. Also die Lehre der Kirche setzt voraus, dass man diese Beziehung, dieses Streben nach Wahrheit selbst hat. Das ist eigentlich wahrscheinlich für Christen wie auch für Gegner des Christentums überraschend. Die Wahrheit. Man kann sich kaum vorstellen, dass jemand gegen Glauben wäre, wenn er so verstanden wird. Es heißt nicht, denn Gott ist glaubwürdig. So, das könnte man erwarten. Oder es heißt nicht, aber Jesus Christus ist glaubwürdig und er ist der Vermittler. Es heißt sehr schlicht, sehr abstrakt, muss man sagen, aber das ist nicht nur hat nicht nur einen Nachteil. Denn Gott ist die Wahrheit selbst. Das wird erläutert von Benedikt dem 16., Josef Ratzinger, wenn er schreibt, dennoch ist, was hier geschieht, nicht ein blindes Sich-Ausliefern ins Irrationale hinein. Im Gegenteil, es ist ein Zugehen auf den Logos, auf die Ratio, auf den Sinn und so auf die Wahrheit selbst. Denn am Ende kann und darf der Grund, worauf der Mensch sich stellt, kein anderer als die sich eröffnenden Wahrheit selber sein. Das heißt, das, worauf der Mensch im Letzten stehen und was im Sinn sein kann, allein die Wahrheit selbst sein darf. Nur die Wahrheit ist der dem Menschen gemäße Grund seines Stehens. Thomas ergänzt ausdrücklich, ist auch, glaube ich, ziemlich wichtig, dass es zwar sich um die Wahrheit geht, aber um die Wahrheit gerade, ich zitiere, als nicht sichtbar und non apparens handelt. Also es ist die Wahrheit ist der Gegenstand, aber ich sehe die Wahrheit nicht. Ich habe die Wahrheit sicher nicht im Besitz, wenn ich glaube. Die gläubigen Menschen, wenn sie über ihren Glauben nachdenken, sind sich bewusst, dass sie die Wahrheit nicht besitzen. Sie streben nach der Wahrheit, aber sie haben sie nicht. Gegner des Christentums unterstellen häufig, dass Christen, alle gläubige Menschen, alle religiöse Menschen, davon ausgehen, dass sie im Besitz der absoluten Wahrheit sind. Und deshalb gibt es Konflikte zwischen Religionen und deshalb gäbe es auch Kriege. Dieser Anspruch auf Wahrheit ist nicht ein Haben, ein Besitz der Wahrheit, sondern es ist, die Wahrheit wird nicht gesehen. Das sagt Thomas mehrere Male. Also Gott bewirkt unsere Zustimmung, aber ohne dass wir ihn an sich erkennen. Der Glaube ist also eine Zustimmung und nicht ein Erfassen, nicht ein Besitzen. Thomas von Aquin weiß nicht nur von einer impliziten Erkenntnis Gottes in jedem Erkannten, sondern auch von einem impliziten Glauben. Abgesehen von der Existenz Gottes, die nach ihm das erste und prinzipiale aller Glaubensgegenstände oder Wahrheiten ist, können alle anderen Inhalte des christlichen Glaubens gegebenenfalls implizit bleiben. Das ist für Überlegungen über Nichtgläubige insbesondere relevant. Explizit heißt, dass etwas versprachlicht wird oder im Denken vergegenständlicht wird, wenn ich etwas, was eigentlich da ist, hervorhebe und es zum Gegenstand des Denkens mache oder zum Gegenstand der Sprache mache. Ich glaube das und jenes, dann ist das die Explizierung des Glaubens, Vergegenständlichung. Aber das bedeutet, dass es schon vorhanden ist. Man kann, das ist auch nicht meine Idee, man kann den Glauben vergleichen mit einem Licht. Im Licht sind alle Farben vorhanden,
aber implizit, ich sehe sie nicht. Wenn ich in einem dunklen Raum das Licht anmache und ich sehe Farben, dann was ich sehe, ist Licht. Farben sind nichts anderes als Lichtwellen. Aber nur Lichtwellen, also eine Explizierung. Es wird bewusst, wird zum Gegenstand, die Farben. Aber sie waren schon da. Explizit heißt, dass etwas vollzogen wird. Also ein Akt wieder, ein Vollzug, eine Vergegenständlichung. Also Glauben bedeutet Nichtsehen. Die konkreten Gegenstände des Glaubens, das heißt die einzelnen Glaubenswahrheiten, verkörpern konkrete Wahrheiten oder konkrete Realitäten, aber nicht die Wahrheit selbst. Da kann das Latein kann auch ziemlich klar unterscheiden zwischen Wahrheiten oder eine Wahrheit und der Wahrheit. Wahrheiten heißen dann vera, eine Wahrheit heißt verum und die Wahrheit heißt veritas. Im Deutschen kann man auch diese Unterscheidung machen zwischen Wahrheiten und der Wahrheit. Ich glaube, jeder Mensch interessanterweise versteht diese Unterscheidung und kann damit auch sprachlich arbeiten. Aber man kann es nicht sauber auseinanderhalten. Es ist möglich, aber man müsste sich anstrengen, um das durchzuhalten. Also christlicher Glaube betrifft viele Wahrheiten, viele Realitäten, wie Christus und wenn man will Kirche. Aber die Wahrheit selbst, die Wahrheit schlechthin, ist präsent, aber nicht als Gegenstand. Also Glaube ist, kann man sagen, keine Alternative zur Vernunft, wie der Gegner des Christentums heute oft unterstellt. Man hat gern, wenn man das Christentum ablehnt, zur Zeit auf jeden Fall sehe ich das häufig, man unterscheidet zwischen dem Glauben und der Vernunft. Man unterstellt Christen und andere religiöse Menschen, sie haben auf ihrer Seite den Glauben, und wir Aufgeklärte haben auf unserer Seite die Vernunft. Und jetzt streiten wir Glaube oder Vernunft. Wenn man, der Gläubige, sich auf eine solche Unterscheidung einlässt, kann es nicht lange dauern, bis er den Streit verliert. Wir können nicht gegen die Vernunft glauben. Und in der Tat, wie ich schon gesagt habe, ist der christliche Glaube, setzt die Vernunft voraus. Es ist eine Erweiterung der Vernunft und worum es geht im Christentum letztes Endes ist Wahrheit. Also genau das, worum es die Vernunft geht. Also keine Alternative, kein Streit. Benedikt XVI. Wendet im folgenden Zitat das Axiom an, die Gnade setzt die Vernunft voraus und vervollkommnet sie. Und das heißt bei Benedikt, der Glaube setzt die Vernunft voraus und vervollkommnet sie. Und die vom Glauben erleuchtete Vernunft findet die Kraft, sich zur Erkenntnis Gottes und der geistlichen Wirklichkeiten zu erheben. Die Vernunft des Menschen verliert nichts, wenn sie sich dem Inhalten des Glaubens öffnet. Vielmehr erfordern diese ihre freie und bewusste Zustimmung. Eine andere Betrachtungsweise oder eine andere Begriff für den Zusammenhang, es ist ein Terminus technicus aus der Philosophie von Aristoteles ursprünglich. Die Wahrheit wird als Formalobjekt betrachtet. Das heißt, Formalobjekt ist das, was ein Objekt zu dem macht, was es ist. Das Glas ist, was macht dieses Ding zu dem, was es ist, ein Glas. Und zur Verdeutlichung vergleicht Thomas die Wahrheit als Gegenstand des Glaubens mit Gesundheit als Gegenstand der Medizin. Ich finde das sehr hilfreich. Ein Arzt will, wenn er einigermaßen gut ist, er will nichts anderes als die Gesundheit des Patienten. Aber nie schreibt er ein Rezept, wo drauf steht Gesundheit. Er verordnet nicht Gesundheit. Aber alles, was er tut und was er verschreibt,
es geht bei allem um Gesundheit. Also was das Formalobjekt seiner Tätigkeiten ist Gesundheit. Das Materialobjekt sind allerlei Medikamente und Prozesse. Alles, was konkret ist, ist die Materie im Vergleich zu der Form, die er eigentlich will, und das ist Gesundheit. Die Theologie spricht auch von Glaubenslicht. Meine Analogie zum Glauben, zum Licht passt hier ganz gut. Der Glaube ist wie ein Licht. Und alles andere, was vorkommt in dem Bewusstsein, in der Welt des Gläubigen, sind Explizierungen, so wie Farben verkörpern oder explizieren, zum Ausdruck bringen, was im Licht sowieso vorhanden ist. Oder anders gesagt, es handelt sich um eine Betrachtungsweise jetzt, dass man so sieht oder so. Und man kann Dinge so sehen, dass man die Materie betrachtet, man kann auch ihre Form, ihre Bedeutung betrachten. Wenn man fragt, was ist das hier auf dem Blatt, dann ist es nicht falsch zu sagen, das ist schwarze Tinte. Das ist die Materie. Aber es ist eigentlich, was man sieht, wenn man die Sprache versteht, ist Bedeutungen. Bedeutungen sind die Form. Und so funktioniert der Glaube mit den Glaubensgegenständen. Die sind wie die Materie. Es ist eine abstrakte Wahrnehmung, das ist keine Frage. Aber sie ist sehr hilfreich, finde ich. Sie bringt Religion auf eine Stufe des Lebens, die nicht einsehbar ist, aber nachvollziehbar ist. Natürlich, viele Hörer heute sehen Abstraktionen als ein rotes Tuch, aber ich glaube, dass es hier ziemlich entscheidend ist. Thomas von Aquin verdeutlicht die Situation einmal, und das überrascht vielleicht fromme Katholiken. Er schreibt, das, was die Menschheit Christi, was die Sakramente oder welche Geschöpfe auch immer betrifft, gehört zum Glauben, insofern wir durch es zu Gott hingeordnet werden. Und wir stimmen diesen Wahrheiten zu aufgrund der göttlichen Wahrheit. Also das Tragende, die Kraft, kommt von der Wahrheit, die göttliche Wahrheit, Gott selber ist die Wahrheit. Die Kraft kommt daher, die Anziehungskraft, und alles andere, was vorkommt in Religion, wird darauf hingeordnet. Auch die Menschheit Christi. Die Gottheit Christi, wenn man will, als Gott ist Christus die Wahrheit. Also da passt das sehr gut. Aber Sakramente sind auch im Vergleich zu der Bedeutung auf dem Zettel wie die Tinte. Sie sind nicht die Bedeutung, aber sie vergegenständlichen die Bedeutung. Auch die ganze Heilige Schrift sieht Thomas von Aquin so. Die Einzelwahrheiten des Glaubens, also alles, was in der Heiligen Schrift vorkommt und in der Lehre der Kirchen, sind wie das Material. Auch das berühmte, also maßgebliche Lexikon für Theologie und Kirche schreibt, Materialobjekt des Glaubens sind die geoffenbarten Wahrheiten. Sie sind gleichsam Explizierungen. Es gibt eine andere Formulierung, dass Thomas sagt dasselbe, aber es ist schon zugespitzt. Er schreibt einmal, Gott ist nicht der Gegenstand der Religion, sondern ihr Ziel. Also jetzt geht es darum, kann man sagen, Gott zu lieben, aber nicht ihn zu erkennen. Er ist nicht erkennbar. Aber im Jenseits geht es um die Gotteserkenntnis. Das ewige Leben wird unter anderem definiert als die Anschauung Gottes. Also jetzt erkennen wir Gott nicht, aber wir streben nach ihm.
Also Liebe jetzt ist das Tragende und Gott ist das Ziel, aber der ist nicht ein Gegenstand der Liebe. Und jetzt noch weiter, das Streben des Glaubens vereinigt alle einzelnen Ziele des Lebens. Zitat von Thomas, die Wahrheit selbst, die der Gegenstand des Glaubens ist, ist das Ziel all unserer Verlangen und Handlungen. Also alle Verlangen, alle Handlungen im menschlichen Leben haben als Ziel den Glauben. Eine erstaunliche Aussage eigentlich. Man muss sie sicherlich zur Gemüte führen. Man kann auch von dem Sinn des Lebens sprechen. Der Sinn des Lebens ist eine Bedeutung, Wahrheit, die das ganze Leben umfasst. Sinn des Lebens. Und hier wird das auch gesagt, der Glaube umfasst alle Verlangen, alle Handlungen, alles, was man tut, alles, was man liebt, alles, wonach man strebt. Also kann man sagen, das Christentum umfasst viel mehr als das spezifisch Christliche. Es ist wie eine eigene Philosophie über das Ganze, also was man Metaphysik nennt. Aber eine Metaphysik, die nicht bloß eine Betrachtung der Wirklichkeiten ist, sondern eine Metaphysik, die auch den Sinn der Wirklichkeiten ins Auge fasst. Wenn man noch etwas näher den Begriff Wahrheit definieren will, dann kann man sagen, Wahrheit, so wie es hier verstanden wird, Wahrheit ist die Präsenz einer Wirklichkeit in einem Bewusstsein. Wenn irgendeine Wirklichkeit ins Bewusstsein steigt, also gesehen wird, verstanden wird, erfasst wird, begriffen wird, dann ist dieses Geschehen ist Wahrheit. Es ist eigentlich ein Werden. Wenn Bewusstsein etwas wird, ist das Wahrheit. Wenn wir jetzt das Glas sehen, dann ist es jetzt präsent in meinem Bewusstsein. Nicht in allen Aspekten, aber dieses Glas ist mir präsent und ich kann darüber etwas sagen. Und diese Präsenz ist ein Werden, es wird gewissermaßen zu einem Stück des Bewusstseins und das ist, was Wahrheit ist. Wahrheit ist die menschliche Weise, in der Wirklichkeit zu sein. Das ist spezifisch menschlich offenbar. Tiere kennen keine Wahrheit. Der Mensch sieht die Welt so, dass er Wahrheit sieht in dieser Welt. Und das ist befreiend für ihn. Und das ist seine spezifische Art und Weise, in dem Konkreten zu sein. Jetzt kann man sagen, nach dem allen, wenn das stimmt, dann beginnt Christentum nicht mit dem Credo, nicht mit ich glaube oder wir glauben. Es ist nicht ein Nacheinander zeitlich. Das Christentum hat mit einem Lebenslauf zu tun, ist zeitlich bestimmt, aber das Christentum selbst ist nicht diese Zeitlichkeit. Auch der Katechismus ist ein gutes Beispiel, der Katechismus der katholischen Kirche. Es ist so angelegt, dass es mit dem Glaubensbekenntnis, Credo, beginnen will. Beginnt mit dem Glauben. Das machen nicht alle Theologen. Das ist eher ungewöhnlich. Thomas von Aquin zum Beispiel beginnt überhaupt nicht mit dem Glauben. Aber der Katechismus will das, kann man so sagen, schafft es aber nicht. Es will über den Glauben reden, über das Glauben, aber muss vorher eine Überlegung durchführen. Und das beginnt also nicht mit dem Credo, sondern mit der Voraussetzung des Glaubens. Also das allererste Kapitel ist nicht über den Glauben oder das Glauben, sondern über die Voraussetzung des Glaubens. Und das ist ein Streben. Das ist sehr gut, finde ich. Also es beschränkt sich, kann man sagen, der Katechismus der Glaubenslehre beschränkt sich nicht auf die Glaubenslehre, sondern als Basis,
als erster Schritt wird eine Art Philosophie gemacht. Die Glaubenslehre lehrt, dass der Gegenstand des Glaubens nicht erkannt wird. Aber vorher muss dann, bevor man überhaupt das ausführen kann, muss es ein erstes Kapitel geben, und der Titel lautet, der Mensch ist gottfähig. Die Gottfähigkeit ist nicht der Glaube, oder ist nicht Credo, nicht das Glauben. Der Katechismus macht das deutlich. Fragen wir, heißt es jetzt wortwörtlich, fragen wir uns also, was Glauben bedeutet. Der Glaube ist die Antwort des Menschen an Gott, der sich dem Menschen offenbart und schenkt und ihm so auf der Suche nach dem letzten Sinn seines Lebens Licht in Fülle bringt. Wir betrachten folglich zunächst dieses Suchen des Menschen aus urmenschlich und erst dann danach die Offenbarung. Die Offenbarung wird da eingebettet. Auch das Suchen ist sozusagen der Ort, wo der Glaube zu bestimmen ist. Also die Gottfähigkeit liegt in einem Streben. Nicht in einer Leere, nicht in einer Öffnung, als ob es eine Lücke gäbe im Leben und die kann von Gott gefüllt werden. Es ist was ganz anderes. Es ist ein Streben nach Glück und Erfüllung, und da rein passt der Glaube. Es ist also das Verlangen nach Gott, ist die Fähigkeit, Gott zu empfangen. Es ist die Fähigkeit, den Glauben zu empfangen. Das ist keine Vereinnahmung. Oft, wenn Christen ihren Glauben so grundsätzlich, rudimentär, umfassend beschreiben, so dass alle Menschen eigentlich diese Tugend, den Glauben bekommen, sagt, dass die Christen andere Menschen vereinnahmen. Sie wollen die für sich sammeln. Es ist aber, wenn man das ein wenig versteht, es ist keine Vereinnahmung. Es ist keine Vereinnahmung, wenn man sagt, alle Menschen haben Menschenrechte, egal was sie darüber denken. So sagen Demokraten seit 200 Jahren, Menschenrechte sind allgemein menschlich. Das ist nicht eine Vereinnahmung der Menschen. Der Katechismus schreibt auch, nur in Gott wird der Mensch die Wahrheit und das Glück finden, wonach er unablässig sucht. Also das Suchen, das Streben hat als Gegenstand Wahrheit und Glück. Es ist die innigste und lebenskräftige Verbindung mit Gott, so der Katechismus, kann jedoch von Menschen vergessen, verkannt, ja ausdrücklich zurückgewiesen werden. Kann man versuchen, man kann Nein sagen, aber auch das, wer Nein sagt, strebt nach Wahrheit. Es ist an sich unaufhörlich, heißt es im Katechismus. Mag auch der Mensch Gott vergessen oder zurückweisen, hört Gott doch nicht auf, jeden Menschen zu rufen, damit diese ihn suche und dadurch lebe und sein Glück finde. Und dieser Zustand heißt Glaube. Also die Realität selbst ist christlich bestimmt. Oder andersrum, das Christentum sieht die Realität, die vorliegt. Es ist, würde ich sagen, nicht leicht, Atheist zu sein, wenn man den Glauben so versteht. Man kann glauben im Sinne eines Aktes, dass es Gott nicht gibt. Und trotzdem bleibt man in der Realität. Man will etwas sagen über die Realität, in der man sich befindet. Man will Wahrheit sagen. Und damit hat man den Glauben an Gott. Aber man muss eine Klarstellung machen. Der Glaube ist nicht das Christentum. Man sagt oft, Christentum ist ein Glaube. Das kann man nicht sagen. Christentum ist mehr als der Glaube. Der Glaube hört irgendwann auf jeden Fall,
und zwar mit dem Tod des Leibes. Stirbt der Körper, stirbt auch der Glaube. Der wird nach klassischer Theologie aufgehoben in die Ewigkeit, wo angeschaut wird. Also das, wonach man gestrebt hat im Leben, findet Erfüllung. Der Glaube aus Nichtsehen ist ja überflüssig geworden, aufgehoben in die Gottesschau. Noch eine Erklärung. Der Glaube liegt auch im Willen. Der Wille ist das Vermögen des Menschen, das Vermögen des Geistes, das Bewusstsein, zu streben, zu lieben, zu entscheiden, sich festzulegen. Und das ist natürlich, kommt immer wieder hier raus, im Willen liegt der Glaube auch. Man kann sagen, mehr im Willen als in der Vernunft. Es ist eine strebende Vernunft, kann man besser sagen. Also wenn man unterscheidet zwischen Vernunft und Willen, dann kann man sagen, der Glaube ist Liebe zur Wahrheit. Hoffnung passt auch hier ganz gut. Hoffnung bedeutet, dass ich jetzt in einem Zustand bin, wo ich strebe und habe die Hoffnung, dass das gelingt. Auch mit dem Tod des Leibes stirbt auch die Hoffnung, weil sie Erfüllung findet. Es gibt ein Lebensideal heute, die sehr verbreitet ist, die aber gar nicht neu ist. Und das ist, dass man die Idee, dass man mit seinem Leben insgesamt zufrieden sein könnte und müsste. Also das Lebensideal der Zufriedenheit. Das sagen wir uns täglich einander, führen wir uns das vor Augen, dass man das sein sollte. Es gibt Methoden, um das herbeizuführen. Eine ist Bescheidenheit. Man sollte nicht nach dem großen Glück streben, das man sowieso nicht erreicht, sondern nach dem kleinen Glück, das erreichbar ist. Es gibt auch andere Methoden. Man vergleiche sich mit anderen, denen es noch schlechter geht. Dann sieht man, so schlecht geht es uns hierzulande gar nicht, wenn man an andere Teile der Welt denkt. Oder auch eine Empfehlung ist, an die Augenblicke der Vergangenheit zu denken, die schön waren. Man hat ein schönes Leben geführt. Man soll sich freuen an diesen Augenblicken. Interessant für mich ist, dass diese Philosophie, es ist, wenn man es darstellt, eine echte Philosophie, die ist sehr, sehr alt. Also man findet diese Philosophie auch bei den griechischen Philosophen. Die heißt Hedonismus und legt darauf den Hauptwert auf das Gefühl. Zufriedenheit ist ein Gefühl und man sucht nach diesem Gefühl und wenn man sie hat, hat man sozusagen Ruhe und einen Sinn des Lebens gefunden. Aber die Gefahr oder sagen wir die Nebenwirkung ist, dass man stehen bleibt. Und das ist sehr antichristlich. Das Christentum sieht das Leben als einen Weg, wenn man will, für manche ein Kreuzweg, ein Tal des Leidens, aber ein Weg. Man ist unterwegs und strebt nach einem Ziel. Und das Ideal der Zufriedenheit strebt nicht weiter als zu diesem Gefühl der Zufriedenheit. Der christliche Glaube ist eher eine Anstachelung des Strebens nach Glück. Es ist nicht eine Beruhigung, nicht ein Hafen, in den man hineinfahren kann, wenn man nur glaubt oder stark genug glaubt. Aber es ist auch nicht eine subjektive Einstellung. Das Ideal der Zufriedenheit ist eine subjektive Einstellung, ein Gefühl. Eigentlich ist das Gefühl, gehört auch zum Glück, aber es ist eine Begleiterscheinung. Freude ist nicht das Glück. Aber wer glücklich ist, freut sich auch. Die Gefühle kommen als Begleiterscheinungen. Was man eigentlich will, ist nicht das Gefühl der Zufriedenheit, sondern der Mensch will Wirklichkeit. Er will in der Wirklichkeit sein. Wenn ich praktisch ohne Bewusstsein sein könnte und das schöne Gefühl habe,
würde ich das nicht vorziehen, wach zu sein und in der Wirklichkeit zu leben. Das für den Menschen ist es das Wichtigste, in der Wirklichkeit zu sein. Und er ist so gebaut, dass er in der Wirklichkeit nie zufrieden sein kann. Der reflektiert jede Freude, die er erfährt, jedes Teilglück, das er erfährt, kann er darüber reflektieren und es relativieren damit. Jetzt, wenn ich sage, jetzt freue ich mich, dieses Jetzt unterminiert das schon. Jetzt freue ich mich, das heißt, ich bin mir bewusst, dass ich irgendwann in der Zukunft nicht mehr diese Freude haben werde. Und diese Fähigkeit des Menschen, also nachzudenken, zu reflektieren, Selbstbewusstsein, unterminiert jede weltliche Freude letzten Endes. Der Glaube umfasst mehr als die Offenbarung. Das gilt auch für die Theologie. Thomas von Aquin macht am Anfang seiner Summe der Theologie eine ziemlich wichtige Unterscheidung, die meistens übersehen wird. Und zwar fragt er, ob der Gegenstand der Theologie, der Inhalt der Theologie, die Offenbarung ist. Sind das alle Dinge und Wahrheiten, die geoffenbart worden sind? Und er sagt, nein, nicht die Offenbarung, sondern es ist alles, was geoffenbart werden kann. Im Lateinischen zwei Begriffe, revelata, die geoffenbarten Dinge, und revelabilia, was geoffenbart werden kann. Und damit hat die Theologie zu tun. Das schließt auch, was geglaubt werden kann, ein. Aber es ist mehr, als was geglaubt werden kann. Es ist einfach nicht richtig, meines Wissens, Theologie als Glaubenswissenschaft zu bezeichnen. Es ist eine Gotteswissenschaft, weil es unter einer bestimmten Perspektive das Ganze betrachtet. Unter einer bestimmten Perspektive. Es ist nicht so, sozusagen eine allgemeine Wissenschaft, die alle Wissenschaften enthält, sondern es ist eine Wissenschaft, die das Ganze betrachtet, aber unter einem sehr abstrakten Aspekt. Es ist so, dass Theologie auch Philosophie einschließt. Ich zitiere Thomas, die heilige Wissenschaft, also die Theologie, aus die Hürde fasst die zahlreichen Gegenstände der verschiedenen philosophischen Wissenschaften unter einem gemeinsamen, einheitlichen Gesichtspunkt auf. Ihr Formalgrund und deshalb ihr Haupt- und leitender Gegenstand ist das, was geoffenbart werden kann. Nicht nur die Offenbarung. Und alles, was wahr ist in der Philosophie, kann geoffenbart werden. Also damit hat Thomas mit diesem einen Begriff, Revelabilia, hat er die Philosophie in die Theologie integriert. Wie gesagt, auch Nichtchristen, oder wie behauptet, auch Nichtchristen haben die Tugend des Glaubens. Sie haben eventuell nicht den Akt des Glaubens, aber die Tugend des Glaubens, die zweite Natur. Sie werden gerufen. Gott will, dass alle Menschen das Heil erlangen. Und das ist ein Ruf an alle gerichtet. Man könnte sagen, vielleicht ist mein Versuch, der Christ läuft sozusagen mit offenen Augen durchs Leben. Andere haben dieselbe Tugend, dieselbe Streben, denselben Sinn des Lebens, aber sie sehen es nicht so offensichtlich. Der Christ ist nicht wie der Schlafwandler, der auch laufen kann, sondern er geht mit offenen Augen. Es gibt auch ein Problem, schon lange, ist nicht biblisch, aber es ist fast so alt wie das Christentum, gibt es das Dogma, würde ich sagen, Dogma, außerhalb der Kirche kein Heil. Nun, das kann man falsch deuten, das kann man auch richtig deuten, sodass es Sinn macht. Und zwar der Papst Johannes Paul II. Hat das auch gemacht. Außerhalb der Kirche kein Heil. Das heißt nicht, wenn du nicht in der Kirche bist, erlangst du das Heil nicht, erlangst du den Sinn deines Lebens nicht, sondern wenn du den Sinn deines Lebens erlangst, läuft das durch die Kirche. Die Kirche ist also sozusagen der
auch implizit der, wie soll man sagen, so der, ich finde nicht das richtige Wort dafür, aber durch die Kirche läuft der Sinn des Lebens, auch ohne dass man an die Kirche denkt. Also so kann man diesen Axiom verstehen und dann ist das eigentlich nicht Anstößiges. Ich möchte jetzt mehr über Glaubensakte sprechen, also nicht der Glaube aus zweiter Natur, sondern die Vollzüge des Glaubens. Jeder Glaubensakt, kann man sagen, ist eine Explizierung des Glaubenshabitus. Explizierungen, das ist das Wort, das mir hier hilft. So wie Farben Explizierungen von Lichtwellen, von Licht darstellen. Die Kirche ist die Explizierung und Entfaltung des Glaubens, aber nicht direkt der Zugang oder Anfang. Zuerst kommt der Glaube und später, wenn es sich so anreift, kommt die Kirche. Aber der Glaube ist vorher da als zweite Natur und funktioniert sozusagen ohne Kirche. Ich werde das ein wenig zum Schluss erläutern. Die Kirche nennt sich das Sakrament des Heils. Ein Sakrament ist ein Zeichen, eine Vergegenständlichung dessen, was es bezeichnet. Aber es ist nicht einfach hin das Heil, das, was es bezeichnet. Also konkrete Glaubenswahrheiten repräsentieren mithin Explizierungen des Glaubens. Vielleicht ein anderer Vergleich. Ein allgemeiner Begriff umfasst alle Elemente des Begriffes. Also ich sehe nicht nur das Glas, sondern ich sehe das Glas als allgemeinen Begriff auch jetzt. Dieses Ohr ist nicht ein Glas, dieses Papier ist nicht ein Glas, dieses Ding hier ist ein Glas. Und was dieses Ding tut, ist nichts anderes als den Begriff Glas zu explizieren, macht es konkret. Und das, finde ich, kann hilfreich sein. Also der Glaube besteht nicht nur aus den geoffenbarten Wahrheiten, sondern ebenfalls aus dem inneren Licht des Glaubens. Der Naturwissenschaftler hat mit konkreten Dingen zu tun. Aber eigentlich geht es um allgemeine Begriffe. Ich kenne meinen Hund besser als der Biologe. Aber der Biologe interessiert sich für den Hund und weiß auch vieles über meinen, ohne ihn zu sehen, das ich nicht weiß. Er geht abstrakt vor, allgemein vor, anhand von Beispielen, aber eigentlich sein Wissen ist abstrakt und es umfasst eine unüberschaubare Menge von Teilen dieser Allgemeinheit. Nun die Notwendigkeit des Glaubens, eigentlich dein letzter Gedanke. Warum ist es notwendig, in diesem Leben zu glauben? Was leistet der Glaube? Was leistet das Glauben? Es geht jetzt mehr um den Akt des Glaubens, also um das Glauben. Was passiert, wenn ich ausdrücklich expliziert glaube? Wozu also glauben? Warum ist es notwendig? Auch für Nichtchristen notwendig. Thomas von Aquin schreibt: Glauben, also Credere, das Glauben ist frei. Es besteht jedoch ein Erfordernis zu glauben, soweit die Notwendigkeit in Betracht kommt, welche vom Endzwecke sich ableitet. Also in Bezug auf den Sinn des Lebens ist es notwendig zu glauben. In Bezug auf das ewige Leben ist es notwendig zu glauben. Nur also in diesem Zusammenhang, nicht schlechthin, sondern relativiert. Der Sinn des Lebens also, man kann sagen, Glauben ist eschatologisch. Es existiert, wenn es ausdrücklich wird, in Bezug, im Zusammenhang mit dem Streben nach dem Sinn des Lebens.
Und ich halte mich jetzt an Thomas von Aquin. Die Notwendigkeit des Glaubens, sagt er, hängt davon ab, dass der Mensch Erkenntnis von Wirklichkeiten als solchen hat. Er sieht Dinge, aber er sieht sie auch als Wirklichkeiten. Ich kann das als Glas, als Behälter sehen. Ich kann es als aus ein Glas, aber auch etwa, ein Glas besteht aus Glas, also aus der Materie. Ich kann es so sehen, ich kann es auch als eine Wirklichkeit sehen. Das macht der Mensch eigentlich spontan, wenn er bewusst lebt. Deshalb mit offenen Augen, dann sieht man die Dinge als Wirklichkeiten. Also bewusst erleben. Das Wort erleben ist auch interessant. Ich hatte schon einen Vortrag über den Begriff erleben gehalten und es als Video auch in YouTube publiziert. Erlebnis ist eine Erfahrung, besondere Art, eine Erfahrung, wo Wirklichkeit, also der Aspekt der Wirklichkeit gleichzeitig präsent ist. Erleben. Und es ist die höchste Form des bewussten Lebens. Es ist Erfassen der Dinge als Wirklichkeiten. Und es wird dann verständlich für mich, warum das so wichtig ist. Erleben ist ein Begriff, der fast überall in unserer Kultur zu sehen ist. In der Werbung immer wieder, immer wieder. Aber ich könnte 100 Beispiele nennen, die ich schon mal aufgeschrieben habe, wo das Wort benutzt wird. Und das zeigt einen Bedarf. Warum brauchen wir Erlebnisse? Warum brauchen wir die Welt live zu erfahren? Und das heißt als Erlebnisse. Ich glaube, der Hunger nach Erlebnissen zeigt einen Bedarf für Wahrheit und für ewiges Leben. Indem er Wirklichkeit denkt, transzendiert der Mensch die Welt der Wirklichkeiten. So wie der Biologe die Welt der vielen Hunde transzendiert mit seinem Begriff der Hund. Also eine Form des Abstrahierens macht es notwendig zu glauben. Es geht um die abstrakten Begriffe Wirklichkeit und Gut. Scheinbar rationalistisch, aber nicht wirklich, sondern sehr wesentlich menschlich. Thomas schreibt, sofern die rationale Natur den allgemeinen Begriff des Guten wie der Wirklichkeit kennt, hat sie eine direkte Beziehung zu dem umfassenden Ursprung der Wirklichkeit, zu dem Prinzip der Wirklichkeit. Wer einen Deutschen kennt, der weiß nicht ausführlich, was der Deutsche überhaupt ist, aber ein wenig hat er davon mitgekriegt. Und wenn man sagt, ja, das ist kein gutes Beispiel, glaube ich, aber wenn ich sage, ich kenne einen Deutschen, dann kenne ich auch den Deutschen allgemein. Und so, wenn ich eine Wirklichkeit sehe, habe ich auch eine Art indirekte Erkenntnis der Ursprung der Wirklichkeit, und das ist die Wirklichkeit selbst. Also Glauben ist nicht erforderlich, notwendig, um überhaupt in Beziehung zu Gott zu treten. Aber um eine Beziehung zu Gott als Ziel des Lebens zu sehen, eschatologisch, also in Bezug auf den Himmel, braucht man diese Wahrnehmung der Wirklichkeit. Also unsere Situation ist paradox. Wir leben im Konkreten, aber wir leben im Konkreten abstrakt. Das ist menschlich. Das lehnt man gerne ab, aber es ist einfach urmenschlich und ziemlich wichtig. Betrachten wir die Argumentation jetzt des Thomas etwas genauer. Es sind 5 Begriffe, die jetzt ins Spiel kommen.
schon der Wirklichkeitsbegriff, der Begriff Gut. Und jetzt kommt dazu Lebensgeschichte, Staunen und Glauben. Staunen ist vielleicht das entscheidend Neue dabei. Also der Gedankengang geht von einer allgemeinen Festlegung hinsichtlich des Verhältnisses zwischen dem Natürlichen und dem Übernatürlichen aus. Die sind nicht inkompatibel. Das Übernatürliche ist eine Ergänzung, eine Komplementierung des Natürlichen. Abstraktion aus der spezifisch-menschlichen Weise, Konkretes zu erfassen, bewusst zu machen, das spielt hier eine Rolle. Thomas schreibt, unser Bewusstsein ist imstande, in einer Abstraktion das zu betrachten, was es in Konkretion kennt. Und welche Rolle kommt jetzt dem Glauben zu? Also wenn man eine Wirklichkeit sieht und dabei eine Ahnung von der Wirklichkeit hat als Grund, dann staunt man. Und zwar Staunen geschieht, wenn ich eine Wirkung sehe und die Ursache sehen möchte, aber sie nicht sehe. Also Staunen entsteht, so die Lehre des Aristoteles, auch übernommen von Thomas von Aquin, Staunen entsteht, wenn ich etwas, eine Wirklichkeit, wenn ich etwas sehe und die Ursache nicht sehe, will sie aber sehen, das ist Staunen. Und wenn das Staunen sich auf Wirklichkeit bezieht, dann hat es eine Beziehung zur Wirklichkeit selbst, zu der Wahrheit selbst, nämlich Gott. Also Staunen öffnet den Menschen und Glauben jetzt lässt sich darauf ein. Glauben ist eine Art Vertrauen, dass dieses Staunen sinnvoll ist. Man lässt sich darauf ein. Man sieht noch nicht die Ursache, die ist unsichtbar in diesem Leben, aber man glaubt daran. Das ist der Glaubensbegriff von Anfang an dieses Vortrags, aber jetzt kommt das Staunen dazu. Staunen öffnet uns. Glauben hält das im Gange und jetzt ist es so, dass das eine Geschichte hat. Wir leben in der Wirklichkeit und lernen das Staunen darüber immer mehr. Der Mensch ist eine Lebensgeschichte, ein Lebenslauf. Wenn man, sagen wir, bei einer Bewerbung einen Menschen kennenlernen will, dann bittet man ihn, einen Lebenslauf zu schreiben. Der Mensch ist nicht wie eine Architekturskizze, zeitlos, sondern der Mensch ist nicht überbrückend, aber er ist zeitlich. Was er ist, ist ein Lebenslauf. Und das Laufen passiert hier, indem ich Wirklichkeiten begegne, staune darüber, dass es das gibt überhaupt, staunen über, dass es das gibt, dass die Welt existiert überhaupt, dass dieses Glas jetzt existiert und nicht unbedingt existiert. Da staune ich und das Glauben trägt dann das Staunen. Man verlässt sich drauf. Also Staunen ist das Bindeglied zwischen dem Wirklichkeitsbegriff und dem Akt des Glaubens. Es entzündet ein Verlangen, die Ursache dessen, über das man staunt, zu erkennen. Und das Staunen ist auch ein Gutheißen, sonst würde man nicht nach der Ursache streben. Staunt man über die Wirklichkeit als solche, bezieht sich das Verlangen darauf, Gott als Grund der Wirklichkeit zu erkennen. Also ein Ereignis des Staunens über die Wirklichkeit, dass es gibt, beginnt man zu glauben. Man lässt sich auf die Zugkraft des Staunens ein. Also es ist eine Bewegung. Und der Glaube, das heißt auch Glaubensweg,
Der Glaube ist nicht nur da oder nicht da, sondern der Glaube trägt ein Leben, das sich entwickelt in der Zeit. Man könnte eigentlich, würde es lieber, ich würde gar nicht von einer Gotteserfahrung gerne sprechen, aber wohl von einem Gotteserstaunen. Gotteserstaunen bildet die Grundlage von Religion, nicht eine Gotteserfahrung. Die Aufgabe des aktiven Glaubens liegt somit gleichsam in der beständigen Stiftung der Unzufriedenheit. Der letzte Sinn dieser Funktion besteht allerdings im erstrebten Glück, aber nicht in dieser Welt. Glück und Erfüllung des Menschen besteht nicht im Glauben. Im Gegenteil. Die menschliche Glückseligkeit besteht nicht in der Gotteserkenntnis, die man durch den Glauben hat. Die Erkenntnis des Glaubens reicht, um uns anzustacheln. Der Glaube ist nicht eine Stillung des Verlangens, sondern eher ein Stachel. Es ist eine Bestätigung und Verschärfung der Ironie des zeitlichen Lebens in der Wahrheit, nicht die Stillung. Der Glaube hat, so Thomas von Aquin, eine zweifache Wirkung. Zum einen bringt er uns Wahrheit zum Bewusstsein. Glaubenslehre auch. Zum anderen macht er uns auf die Unerkennbarkeit der Wahrheit aufmerksam. Also nicht ein Hafen, sondern ein Stachel im Sinne von Sokrates. Thomas, das Glück, da Glück das letzte Ziel ist, wird das naturgegebene Verlangen durch Glück erfüllt. Glaubenserkenntnis beruhigt aber das Verlangen nicht, sondern entzündet es vielmehr. Also da haben wir jetzt diese drei, vor allem drei Eckpunkte: Staunen, Wirklichkeit, Geschichte. Staunen über jede Wirklichkeit. Man kann sagen, das Leben sei eine Lernsituation. Wenn man sowas wie eine Wissenschaft lernen muss, dann braucht man Zeit. Das ist nicht nur Einsicht, sondern das wird auf eine lange Zeit des Studiums erworben. Und so kann man sagen, das Glück des Menschen. Es wird, worin es besteht, wird durch ein ganzes Leben mitbestimmt. Der Glaubensweg. Jeder, der in dieser Weise lernt, muss glauben, um zur vollkommenen Wissenschaft zu gelangen. Und das benutzt Thomas als Analogie zum christlichen, zum menschlichen Glauben. Auch um das ewige Leben zu erlangen, also braucht man eine Lebensgeschichte mit Staunen über die Wirklichkeit. Unser Lebenslauf geht in das himmlische Licht der sogenannten Herrlichkeit ein. Das Streben, das den Menschen und sein Heil bestimmt, lernt man in der Wirklichkeit des Lebens.